Hallo, wir beschäftigen uns heute mit Flächenkoordinatensystem. Das ist das letzte Video in unserem jetzigen Themengebiet. Dazu müssen wir uns einmal mit ein paar neuen Begriffen beschäftigen. Das ist neu für uns. Dieses Gebilde mit AX und AY, BX und BY nennt man eine Matrix. So eine Matrix kann man berechnen. Da kommen wir gleich drauf, wie man das macht. Und das, was hier hinten rauskommt, eben bei der Matrix, nennt man eine Determinante. Wie berechnet man jetzt mit Hilfe der Matrix eine Determinante? Es ist im Endeffekt fast wie bei Berechnen von Bruchgleichungen. Man multipliziert hier kreuzweise, also ax mal by, dann bekommt man eben diesen Wert. Und man multipliziert ay mal bx, subtrahiert die beiden voneinander und bekommt das hier. So, das merken wir uns jetzt einfach einmal. Was es nämlich mit der Matrix und der Determinante auf sich hat, dazu kommen wir noch. Zuallererst habe ich euch jetzt einmal drei Punkte mitgebracht und wir wollen den Dreieck aus diesen drei Punkten in unser Koordinatensystem zeichnen. Sieht dann folgendermaßen aus: Warum jetzt diese Länge grün ist und diese orange, kommt später. Und wir wollen jetzt den Flächenhalt dieses Dreiecks bestimmen. Mit unseren bisherigen Mitteln haben wir jetzt ein Problem. Wir haben ja gesagt, der Flächeninhalt eines Dreiecks ist die Grundseite mal die Höhe. In einem Koordinatensystem konnten wir aber die Grundseite und die Höhe nur berechnen, wenn sie parallel zu den Koordinatenachsen waren. Hier ist aber keine Seite parallel zu den Koordinatenachsen. Und wenn man die Höhen einzeichnen würde, wäre auch keine parallel zu den Koordinatenachsen. Also können wir den Flächeninhalt dieses Dreiecks nicht so bestimmen. Und hier kommt eben unsere Determinante und unsere Matrix ins Spiel. Dazu berechnen wir uns als allererstes einmal die Pfeile AB und AC. Das könnt ihr schon selbst. Bitte schaltet auf Pause und berechnet die Koordinaten der Pfeile AB und AC und bedenkt bitte Spitze minus Fuß. Berechnet man den Pfeil AB, brauche ich die Koordinaten von B minus die Koordinaten von A und es kommt für die Koordinaten des Pfeils AB 4 minus 1 heraus. Für die Koordinaten des Pfeils AC brauche ich eben die Koordinaten des Punktes C minus die Koordinaten des Punktes A und es kommt 2, 3,5 heraus. Soweit so gut. Was bringt mir das jetzt für den Flächeninhalt unseres Dreiecks? Ich schreibe mir einmal ganz allgemein die Koordinaten des Punktes AB auf. Die Koordinaten des Pfeils AB sind AX und AY. Diese Koordinaten stehen auch hier in der Matrix. Die Koordinaten des Pfeils AC sind BX und BY und auch diese finden wir wieder in der Matrix. Wir können also unsere hier ausgerechneten Pfeilkoordinaten in die Matrix oben übertragen. Das machen wir jetzt auch. Man kann nämlich mit Hilfe der Matrix und der Determinante den Flächeninhalt des Dreiecks bestimmen. Die Hälfte der Matrix ist nämlich genau der Flächeninhalt unseres Dreiecks. Also 1/2 mal die Matrix aus 4 und minus 1 und 2 und 3,5 entspricht nämlich jetzt dem Flächeninhalt unseres Dreiecks. Wichtig, beim Flächeninhalt des Dreiecks wird die Matrix halbiert. So, und das können wir jetzt mit Hilfe unserer Determinante von oben berechnen. Also 1/2 mal 4 mal 3,5 minus und wieder Kreuz minus 1 mal 2. Hier dürft ihr auf keinen Fall die Klammern vergessen, weil wir nämlich alles mal 1/2 rechnen. Nicht nur die 4, sondern der gesamte Term hier wird mal 1/2 gerechnet. Und da kommt heraus 8 Flächeneinheiten. Und so berechne ich den Flächeninhalt eines Dreiecks. Ich muss natürlich, um den Flächeninhalt zu bestimmen, nicht unbedingt die Vektoren AC und AB nehmen, sondern ich kann auch die Vektoren BC und BA nehmen, um den Flächeninhalt des Dreiecks zu bestimmen.
muss nur auf zwei Dinge achten. Erstens, wenn ich zwei Vektoren habe, müssen beide denselben Fußpunkt haben. Der ist in meinem Fall A. Zweitens, in die Matrix schreibe ich zuerst den Vektor, in dem Fall AB, der gegen den Uhrzeigersinn die Fläche des Dreiecks überstreicht. Was heißt das? Gegen den Uhrzeigersinn heißt links herum, also so hier. Und da ist ganz klar dieser Vektor AB, dieser Pfeil AB, der Pfeil, der links herum zuerst die Fläche des Dreiecks überstreicht. Das ist jetzt am Anfang ziemlich viel, ist aber eigentlich gar nicht schwer. Wir machen jetzt ein zweites Beispiel mit demselben Dreieck, wo wir als Fußpunkt einfach den Punkt C nehmen. So, das sieht dann folgendermaßen aus. Und wir wollen jetzt genau dasselbe machen, nur als Fußpunkt nehmen wir den Punkt C. Was müssen wir also? Wir bestimmen die Koordinaten des Vektors CA und wir bestimmen die Koordinaten des Vektors CB. Der Vektor CA ist ja nichts anderes wie die Koordinaten von A minus die Koordinaten von C, kommt heraus minus 2 und minus 3,5. Und den Pfeil CB bekommt man mit den Koordinaten von B minus die Koordinaten von C, kommt 2 und minus 4,5 heraus. Jetzt kann ich das alles wieder in meine Matrix einsetzen. Ich muss nur wieder aufpassen. Denselben Fußpunkt mit C habe ich schon genommen. Welcher Pfeil überstreicht als erstes linksherum, also gegen den Uhrzeigersinn, diese Fläche des Dreiecks? Ich gehe hier, wenn ich mit dem Blauen beginne, braucht er ganz schön lang, bis er die Fläche überstreicht. Wenn ich allerdings mit diesem lilanen Pfeil beginne, überstreicht der sofort die Fläche des Dreiecks. Ich muss also als erstes den Pfeil CA in die Matrix hineinschreiben. Man schreibt also, der Flächenhalb vom Dreieck ist wieder ein halb mal die Matrix aus minus 2 und minus 3,5 und 2 und 4,5. Das berechne ich wieder, indem ich wieder kreuzweise dieses multipliziere und daraus dann die Differenz bilde. Also 2 mal minus 2 mal minus 4,5 minus minus 3,5 mal 2. Und wenn wir das berechnen, kommt eben genau wieder 8 Flächeneinheiten heraus. Das war jetzt das Beispiel zum Verständnis. Dieses Beispiel braucht ihr nicht als Hefteintrag einzutragen. Aber die nächste Folie ist dann unser Hefteintrag. So, das ist jetzt das, was man allgemein eigentlich hier aufschreibt. Wenn man ein Dreieck hat, nimmt man einfach die Vektoren AB und AC, die dieses Dreieck aufspannen. Und für den Flächeninhalt des Dreiecks ABC gilt dann einfach 0,5 oder 1/2 mal die Determinante aus diesen beiden Vektoren. Wie man das berechnen kann, haben wir ja vorher schon gesehen. Da der Flächeninhalt eines Parallelogramms ja nichts anderes ist wie eigentlich der Flächeninhalt von zwei Dreiecken, nehme ich einfach zweimal die Matrix des Dreiecks und zweimal 0,5 ist eben 1. Es ändert sich also nur Folgendes: Vor der Matrix steht eben kein 0,5. Aber auch beim Parallelogramm reicht es, zwei Vektoren zu bestimmen, nämlich A, B und A, C, und die spannen dann dieses Parallelogramm auf. Was ich schon vorher gezeigt habe, ist eben auch zu beachten und das ist wirklich wichtig. Die beiden Pfeile müssen denselben Fußpunkt haben. In dem Fall haben wieder beide Pfeile den Fußpunkt A und man beginnt mit demjenigen Pfeil, der entgegen dem Uhrzeigersinn, also links herum, das Winkelfeld als erstes überstreicht. In dem Fall wäre links herum das hier der Pfeil AB und auch hier natürlich dann der Pfeil AB. Das war's zu diesem Video. Bitte tragt diese Folie als Hefteintrag ein. Und bis zum nächsten Mal.